So, meine Damen und Herren, kommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Mad Max, mal lange wieder hier auf meinem wunderschönen Kanal. Und warum beginne ich denn das hier mittendrin? Ich wollte gerade, dass ich immer vergesse, Tab zu drücken. Ich wollte gerade hier rüberfahren. Jetzt kam ich aber hier hin und da hieß es, ja, vielleicht ist ja hier dieses heilige Artefakt drin. Das will ich jetzt gerne überprüfen, ob hier wirklich ein Artefakt ist oder nur Schrott. Mir wird es ja sonst nicht angezeigt. Wir müssen hier mal gucken, vorsichtig achten. Wer weiß, was hier alles sein kann. Oh, hier ist Aspenschrott. Irgendwo suchen wir ja ein Artefakt. Ich weiß nicht mal, wo es war. Und was es alles, oder um was es ging. Ich glaube, irgendwas wurde ich da bekommen. Aber ich weiß echt nicht mehr, was es eigentlich war. Deswegen muss ich mal kurz hier reingucken. Und ja, wir gucken einfach mal gemeinsam hier nach. Aber ich glaube, das sieht eher weniger danach aus. Weil sonst wäre es ja, glaube ich, schon hier oben gewesen oder so. Ach, können wir mal kurz das Wasser noch auffüllen. Und dann, glaube ich, fahre ich mal weiter. Mad Max, wer das eigentlich nicht kennt, das ist ein Projekt. Oh, wieder falsche Taste. Das habe ich seit langem mal gebracht gehabt. Habe es jetzt eine Zeit lang aber vernachlässigt. Das ist nicht gerade schön, dass ich das vernachlässigt habe. Aber gut. Mad Max ist ja nach der Folge. Ach ja, das war ja diese übelst schwere Pumpe. Also du bist erstmal reinzukommen, das war ja schlimm. Die blanke Horror. Hier haben wir noch ein Transferlager. Die Enge. Aber ich würde gerne hier rüberfahren. Ja, wie gesagt, Mad Max ist ein Spiel nach der gleichbenannten Serie oder Film. Ich habe diesen Film nicht geguckt oder nicht ganz, sagen wir es mal so. Ich habe ihn nur zum Teil geguckt und ich weiß nicht direkt, um was es geht. Ich weiß nur, es ist hier wirklich Apokalypsen pur. Und wir sind dieser Mad Max. Oder wie heißt es, wie heißt der Typ gleich hier? Wie nennen sie ihn? Keine Ahnung. Jedenfalls, wir müssen hier unser Auto nach und nach aufbauen. Ich weiß aber gerade nicht mal, wie der Name war. Wie gesagt, das ist extrem lange her, seitdem ich das überhaupt gezockt habe. Aber ich brauche hier unbedingt wieder Platz auf meinem PC und das ist eins der Spiele, die etwas Platz wegnehmen. Und deswegen will ich das hier jetzt weiterspielen, so dass ich das Spiel irgendwann mal runterwerfen kann. Ich kann natürlich auch gucken, ob ich nicht die Save-Daten speichern kann, so dass ich dann das Spiel irgendwann mal wieder installieren kann, wenn ich dann wieder Platz habe. Aber da bleibe ich erstmal ganz ruhig. Was man dort sieht, ist Gastown. Gastown ist, ich sage jetzt mal, das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise. Nee, das ist eigentlich das Ziel, Leute. Und hier brauchen wir nicht unbedingt anhalten. Hier sind nur Autos und hier hat dann nichts gesagt mit dem Artefakt. Bin ich schon in der Wüste? Sieht mir, oh ja, ich bin schon drinnen. Leerer Landstrich und ja. Also hier kommt jetzt eigentlich dann nur diese Mission noch, die ich, die immer mal kam, diese Begegnung. Mal gucken eigentlich, was es da geht. Jo, okay, also hier kommen immer wieder Stürme und das Ding hier soll man markieren mit einer Fackel. Oder Leucht, ja, kann man eigentlich so sagen. Das heißt, wir müssen hier erstmal aussteigen und dann das Ding hier mal markieren. Ich weiß wirklich nicht, um was es eigentlich hier geht. Ja, warum ich hinten Teddybär drauf habe, das kann ich euch jetzt nicht ganz. Also, das kann ich euch gleich erzählen. Es geht einfach darum, die manche Sachen, die haben Bedeutung. Und ich weiß es aber nicht gerade. Eigentlich brauche ich gar nicht markieren. Aber guck mal, wir können eigentlich schon hier Tanz mit dem Tod, Hauptmission. Wir können ja auch mal kurz hier reingucken. Wir haben ja jetzt den Bären. Passt Magnum mit einer Kühle für. Achso, Abwehrbonus. Dann gucken wir, was haben wir dann noch eigentlich noch drauf. Wir haben noch das Fahrrad. Das bringt was für einen Bonus? Steigen wir wenig gut gerüsteten Feinden. Okay. Das bringt angeblich keinen Bonus. Okay. So, hier ist die zweite Stelle, die wir markieren sollen. Ich frage mich, was es eigentlich zu tun hat. Ich weiß echt nicht mehr, was es eigentlich für eine Mission hat. Oder ob wir hier einfach nur markieren müssen. Junge. Da habe ich mich doch ein kleines bisschen erschrocken.
Das ist gut, jetzt weiß ich, dass auch Gegner wegkommen können. Suche den dritten Punkt. Wie jetzt suchen? Was soll denn das denn heißen? Ja, jetzt soll man noch einen Ausblick suchen. Ich fahre es mal dort hoch und markiere mir mal den Platz. Wir sollen hier eigentlich noch einen Punkt suchen. Ach, da sind die Läufer. Okay. Man hat hier keinen Platz. Vielleicht dort die alte Brücke. Da ist was. Mann. Was ist denn das? Erreicht die Kirche. Oh mein Gott, sind wir jetzt ab sofort heilig? Und die ist ziemlich nah eigentlich dran. Aber es ist irgendwie komisch. Ich soll den dritten Punkt suchen, den markieren soll. Und die Gegend ausspähen. Jetzt habe ich einen Punkt gesucht, wo ich von dem ich ausgucken kann. Wo ich den anderen Punkt markieren soll, oder was? 13 Mal Schrott, ein historisches Relikt. What the fuck? Hier kann man einen Schrott sammeln. Aber ich weiß, dass eh hier gleich Gegner kommen. Und deswegen werde ich mich nicht erschrecken. Und ja, Leute, es wird bei mir kein Resident Evil Game. Und ja, Leute, dieser Part ist ziemlich groß geschnitten wahrscheinlich. Das ist historisch liegt. Lesen wir uns das Ganze mal vor. Ihr seid alle Schweine. Ihr habt alle Anhänger Gottes getötet. Ihr werdet brennen. Die Meere ziehen sich weg. Euch wegen euch zurück. Gott zieht sein Wasser vor Verachtung zurück. Na, ihr seht ja, wie viel Schrott hier eigentlich gibt. Das ist gewaltig. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich eigentlich da drüber komme. Das ist, glaube ich, ein geiles Thumbnail, wenn ich das ordentlich geschnitten bekomme. Ja, dieser Part, wie gesagt, ist viel geschnitten. Ich muss mal gucken, wie viel ich schneide. Der Anfang ist sehr groß geschnitten wahrscheinlich. Aber hier drinnen, ich weiß nicht, durch diese Kirche, was ich natürlich euch zeigen möchte, wird bestimmt nicht ganz so viel geschnitten. Ah, Pink Eye, okay. Ja, eins können wir uns doch mal stabilieren hier. 700 Schrott. What? Vorhin gleich zweimal, wie denn das? So, wo geht's denn hier raus, da lang? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist viel zu einfach. Hier wird bestimmt noch irgendwelche Gegner kommen, die dann sagen, jo, okay. Okay, das wird mir ein bisschen gruselig. Ich mache lieber ein bisschen leiser. Der Kampf geht los! Wow! Woohoo! What the fuck? Schildbrecher, los geht's mit dir! Oh Junge, bleib ruhig! Ja, genau so muss es abgehen. Alter, Leute, wenn so im echten Leben, ich glaube, ich hätte extrem viel Angst. Das Geile an dem Spiel ist ja wirklich, dass man eigentlich fast hier nur klickt und dann hofft, dass die Leute dann sterben. Aber diese Leute hier sind so ultramäßig krass schon manchmal. Okay, jetzt habe ich vielleicht hier meinen Superschlag. Komm, 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 komm. Ah, Kuh, 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 Kuh. Ah. Oh, Schluck auf. Oh, das habe ich in letzter Zeit so verdammt oft. So, aus irgendeinem Grund ist meine Aufnahme gerade abgebrochen. Was ist denn das denn bitte? Lecker, essen. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber wenig Essen gebracht. So, gehen wir mal raus. Was, in welche Richtung ging es raus? So, jetzt markieren wir uns mal schnell diese Sache hier und dann wird das wohl
gewesen sein. Ja, sie schickt ihre Leute jetzt raus. Ödland-Mission abgeschlossen. Unser täglich Brot. Geil. Bauprojekten verfügbar. Madenfarm. So, ich fahre gerade zu meinem liebsten Herrn, Herr Gudasch. Oder Gudas. Oder wie er sich ausgesprochen hat. Oder ausspricht. Ich weiß es gerade überhaupt nicht mehr. Ich frage mich gerade überhaupt, wo ich lang muss dafür. Ach so, noch ein paar Meterchen weiter. Ich weiß, doch, bei dem war ich anscheinend schon. Na gut, ich kann mich zwar nicht dran erinnern, aber anscheinend war ich dort schon bei ihm. Muss mal gucken. Weil ich weiß echt gerade nicht, wie es weiterläuft. Ja, nein, schwieriger. Die ganzen Todespässe, ich finde das so extrem schwierig. Darauf habe ich echt keine Lust. Was ist das für jetzt? Ton. So. Ja, aber anscheinend. Mir kommt auch die Gegend so ein bisschen unbekannt hier vor. Hoppala. So. Schön, dass es heute Mittwoch ist. Aber irgendwie. Mich freut das. Also für euch ist Donnerstag. Oh, da kommen welche. Nee, nee, da hau ich mal lieber ab. Muss ich ihn rein? Dort an der Seite. Was ist das hier? Soll das ein Schiff gewesen sein? Oder? Nee, ein Schiff hatte, glaube ich, Pink Eye. Die hat, glaube ich, ein Schiff gehabt. Das ist ein bisschen, ja, fragwürdig. Alter, was sieht denn das hier aus? Alter, wie nice. Hallo, darf ich bitte rein? Dankeschön. Dann machen wir nämlich hier noch die, ich glaube, zwei Sachen oder so, was wir jetzt hier bauen dürfen. Oh, anscheinend war ich noch nie hier. Mensch, das ist ja hier dann auch neu für mich. Waffenkammer kann gebaut werden. Ach so, die kann ja sowieso von Anfang an gebaut werden. Champ Bucket hat eine Öllandmission. Alter, spielt ihr. Jetzt kommen die ganzen Missionen, jetzt wo mein Speicher langsam voll wird. Dann wir laufen mal zu dem hier hoch. Mal gucken, was der hier will. Das Gas gelangt nicht mehr zu Deathfires Zündflamme. Begib dich in die Tiefen, in Eingeweiden der Unterwelttunnel und öffne die Gasventile. Belohnung, schalte die Verbesserung Donnerstecher der Ehrfurcht frei. Okay, gut. Da haben wir schon mal die nächste, wo Rauch ist. Pum, 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 Punkt. Und jetzt gucken wir mal, was noch das Champ Bucket für uns hat. Here, and I play
edge of me. She whispered to me. The sweet angel combustion. She chose to visit this lowly acolyte. And she gave me a plan. Oh, the sweet angel combustion chose to visit this lowly acolyte. What happened? She told me that I had to begin my toil. I had the designs inside the pan. See? Just like she laid them down. The angel. And I began liberating parts for her design. And they caught me. They wished to turn me off for good, but Scrotus brought her. He wanted to play with me. And they threw me off a wall in a bungee. But what was the aid of the angel? I made it out. I didn't die! The parts. Hidden away. Hey! I think that we can get them for her. Yes, as it was intended by the Shimmy Shammy. Using the magnum opus and the harpoon. Let's do it. So. Während seiner Zeit in Garstan hatte Champ Bucket damit begonnen, nützliche Schrott zu sammeln. Da hat er wieder in Garstan Wild, möchte Charm die Gelegenheit nutzen, seine versteckte Sammlung wieder zurückzugewinnen. Suche den geheimen Eingang und finde dort seinen Vorrat. Schalte die Verbesserung Charms heiliger Schlüssel frei. Uiuiuiui. Okay, also kommen jetzt endlich mal die Missionen, auf die ich schon seit Ewigkeiten gewartet habe. Denn es sind Teile, die ich schon lange erwartet habe, sagen wir es mal so. Die Teile, oder diese Teile konnte ich wollte ich seit langem mal bauen, aber ich bin da niemals dazu gekommen. Beziehungsweise ich kam niemals dazu. Oh, hier ist ein historisches Relikt noch. Keine Kartoffeln, keine Butter, kein Fleisch. Okay. Was das zu bedeuten hat, weiß ich leider nicht. Vielleicht ist das ein Insider von dem Film her. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben hier jetzt recht viel, wie soll ich sagen, recht viel geschafft und sehr viel geschnitten. Und ich würde einfach mal sagen, das war's mit diesem Part. Und wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Ich werde mich jetzt eine Weile ransetzen, das Ganze runterzuschneiden, mal gucken, ob es klappt. Und dann bis zum nächsten Mal. Wie sagt euer Männer so wollen, Daumen nach oben, Daumen nach unten da lassen und bis zum nächsten Mal. Und Abo wäre auch ziemlich nett. Ciao!